Moin Leute, grüßt euch, willkommen zum nächsten Video. Heute habe ich mal seit langer Zeit mal wieder den Pascal mit dabei. Den gibt's noch, der ist nicht verschwunden. Nicht wegzudenken aus der Großfantasie. Okay, ich werde den nicht los. Ja, und heute wollten wir ein bisschen über Akustik reden, ne, Mittel, wie man akustische Phänomene mit einfangen kann, könnte oder nicht einfängt. Und da haben wir ganz klare Meinung mittlerweile, auch aus der Erfahrung heraus. Und da wollte man einfach mal sagen, beim Mikrofon hat sich mittlerweile herausgestellt, Geiz ist geil. Ja, kann man so sagen, ja. Sozusagen, wenn mich einer fragt, es gibt viele Kollegen, die mich immer fragen, Mensch, was für ein Audiogerät kannst du empfehlen? Und dann kommen sie mal. Ne, Zoom H1, Zoom H2, gib mir das Zoom 6 oder so. Weiß nicht, wie weit geht es momentan? Weiß nicht, wie ihr seid. 6 H1, weiß ich nicht, was da alles gibt, keine Ahnung. Genau. Whatever. Also hier vorne der Ton, da werden wir aber ganz kurz ruhig sein. Dieser Ton wird mit dem Zoom H1 aufgenommen, den ihr jetzt gerade hört. Und er ist relativ ziemlich rauscharm. Also, du hast wenig Hintergrundrauschen drin. Aber was ist uns aufgefallen? Also, ich persönlich habe ja mit meiner Kamera, wenn ich jetzt mal auf die normale Kamera-Audio umschalte, wenn er jetzt mal, sind wir mal ganz kurz ruhig. Das war mein Magen. Egal. Und jetzt hört ihr sozusagen das Hintergrundrauschen dieser Kamera. So, wir switchen wieder um auf das H2, Gott. Zoom H1. H1N. Genau, H1N, richtig. Na, ihr merkt, von der Qualität her ist das wesentlich besser, aber warum habe ich gerade bei den Untersuchungsvideos immer das Kamera-Audio drin? Ganz einfach, es rauscht. Und das ist so mein, wo ich viele EVPs drin entdecke, in dem Rauschen. Sozusagen Rausch-EVPs, ne? Man hat dieses konstante Klangvolumen, was man einfach an einem Ort entwickelt, wo dauerhaft zum Beispiel eine Kamera läuft. Du hörst das für stundenlang in der Analyse und du merkst richtig so, du hast so richtig so ein Gefühl für dieses Klangschema, was dann vor Ort herrscht. Und darin merkt man dann sofort die Anomalie. Wenn irgendwo die Anomalie drin ist, deswegen steht bei mir immer ganz oft Tonanomalie. Na, ich sag nicht direkt, dass es eine EVP ist, sondern das ist eine Anomalie, die auftritt und der normalen Tonspur irgendwie, ja, was heraussticht. Ja. Und Pascal, du hast ja jetzt sehr lange mit den H2N genau aufgenommen. Richtig. Wie sind denn da so deine EVP-Erfahrungen? Naja, was ich ganz ehrlich sagen muss, ist einfach, dass ich wollte mir einfach damals ein neues Audioaufnahmegerät holen, weil ich halt auch zweierlei Dinge damit schlagen wollte. Einmal, ich mache ja Musik und so und dafür ist das richtig gut. Da dieses Audioaufnahmegerät eine super gute Tonqualität hergibt, so, und das ist ein 4-Channel 360 Grad Mikrofon, da sind vier Mikros drin, die du im 360 Grad Winkel quasi einschalten kannst, ne? Also eine ganze Raumakustik mit aufnehmen kannst. So und wie gesagt, da kriegst du den perfekten Klang mit hin, wenn du was aufnimmst. Ne? Aber jetzt ist halt die Frage, ne, ergibt das so viel Sinn? Weil ich habe tatsächlich jetzt mit dem Zoom, in der Zeit, wo ich das jetzt benutze für die paranormale Forschung in Sachen Audioaufnahmen, tatsächlich wirklich wenige EVPs in dem Sinne quasi aufnehmen können. Und diese würde ich jetzt auch nicht in Klasse A oder B hineinstecken. Ne? Also deswegen, und jetzt kommt halt so eine kleine Wendung, dass ich einfach mal wieder ins Altbewährte gehe und mein altes Olympus-Diktiergerät nehme und mal wieder versuche dort damit Aufnahmen zu machen und mal zu schauen, ob sich da was ändert quasi, ne? in dem Bereich EVP, whatever. Mhm. Ja, Hintergrund, warum und weshalb wir davon ausgehen mittlerweile, muss man einfach so sagen. Das ist einfach die Erfahrung, die man macht. Tatsächlich. Warum rauschreichere Audiogeräte zum Beispiel sinnvoller sind als solche, ich sag mal, Studio-Hightech-Produkte.
ist einfach in den Teilen, die sind ja auch richtig teuer, ne? Da sind Filter drin verbaut, damit natürlich die Klangqualität extrem hoch gehalten wird. Sehr gute Klangqualität, wenig Rauschen, das heißt, das Rauschen wird rausgefiltert. Und dadurch, dass wir jetzt mittlerweile davon ausgehen, dass mehr Rauschen in, also beziehungsweise mehr EVP, mehr Voice-Phänomen in dem Rauschen drinne steckt, ne? Da müssen wir wirklich sagen, okay, macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir Geräte einsetzen, die das Rauschen rausfiltern. Ne? Das ist eigentlich kontraproduktiv. Genau. Und in dem Sinne ist es eigentlich gut fürs Ghost Hunting, denn wir können mal einen Euro sparen. Ne? Ghost Hunting ist ein teures Hobby. Das ist wohl. Aber ob du jetzt ein Gerät kaufst für 150 Euro oder eins für 30 Euro, das macht sich bemerkbar im Geldbeutel. Definitiv. Und da kannst du dir gleich noch ein richtig geiles EMF-Meter holen, was das K2 um 1000 Längen schlägt. Yep. Ja. Also ich mache mal einen Link unten rein von dem EMF-Meter, was ich benutze, ne, beziehungsweise bei den Nachfolger, und sollte jeder Ghost Hunter theoretisch gesehen haben. Top. Aber ja, ich kann auch gleich mal einen Link unten reinpacken für Audiogeräte. Ne? Einfach mal, damit ihr seht, was ist denn eigentlich jetzt so das Günstige, was man sich wirklich holen kann. Und da muss ich einfach sagen, Geiz ist geil, weil solange es rauscht, ist es top. Naja, wie gesagt, es ist halt einfach so, es gibt ja verschiedene Theorien in dem Bereich, ne, dass quasi dieses Rauschen, so dieser White Noise, dieses White Noise Rauschen, dass halt dort quasi die EVPs zu finden sind. Das ist eine Theorie. So, und wenn man nach dieser Theorie arbeitet, ne, nach einer von vielen, warum sollte man dann quasi Geräte benutzen, die halt genau das unterdrücken, nur um einen schönen Klang quasi aufzunehmen, was ja kontraproduktiv ist, dann quasi für den Versuch, mögliche EVPs einzufangen. Ne? Und so, und deshalb jetzt tatsächlich die Überlegung, wieder aufs Altbewährte umzusteigen, ne? Auf simple Diktiergeräte. Ne? Ich meine, da kann man auch ein bisschen was einstellen, aber lange nicht so viel wie jetzt zum Beispiel bei den neueren Geräten von Zoom, sage ich mal. Nur mal als Beispiel, gibt es auch noch andere Marken, dies und das. Ne? Aber die sind ja dafür, darauf ausgelegt, echt einen mega guten Klang abzuliefern. Und ob das jetzt so wichtig für uns Paranormalforscher ist, das sei mal dahingestellt. Ne? Und deshalb mal der Versuch. Ne? Nicht wirklich, ne? Ja, das ist es. Ja, also wie gesagt, unser Rat greift zu den günstigen, weil, wie gesagt, die Erfahrung zeigt es dann irgendwann mit der Zeit. Klar, wir haben es immer probiert. Ne? Ja. Ich meine, gut, im Wildlust habe ich dieses Gerät auch eingesetzt, also in dem Wildlust 6 Video, was sozusagen noch kommen wird, wo wir jetzt im April waren. Und das habe ich allerdings eingesetzt, um eventuelle Schrittphänomene aufzunehmen. Und das ist wieder ein ganz, ganz anderes Level als EVPs. Genau. Weil das sind sozusagen physisch erzeugte, ne, Schritte. Und das hörst du meilen besser als irgendwas, was du normalerweise, weil das, diese Schritte, das hörst du nun mal auch mit dem normalen Ohr. Und das, da haben wir wieder so ein Thema, warum und weshalb. Da wird es nochmal ein extra spezielles Video dazu geben, denn da habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, wieso und weshalb das eventuell auftreten könnte, aber das kommt in ein extra gesonderten Video, weil das wäre jetzt, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir das hier auch mit reinpacken. Ja. Ja, das Ding ist aber einfach, wie gesagt, was man halt, finde ich, heutzutage echt so ein bisschen vergisst, ist, alles wird moderner, es gibt immer mehr Zeug, es gibt immer mehr Möglichkeiten für, auch für uns, die solche Dinge erforschen, und es gibt halt auch immer ausgefeiltere Technik, ne? Nur wie gesagt, so jetzt in dem Bereich Tonbandaufzeichnung, Audioaufnahmen, wenn wir da mit der Zeit gehen, dann geht es halt darum, dann kommen halt die modernen Audioaufnahmegeräte, weil wie gesagt, wenn ihr mal so in, sag ich mal, Ghost Hunting Shops und so guckt, da gibt es halt Diktiergeräte, das war's, und das sind meistens auch Markengeräte, die halt von irgendeiner Marke sind, so jetzt mal als Beispiel Zoom, ne? So, die findest du da dann halt auch, ne? Nur halt auch modernere Geräte als, sag ich mal, ein simples Diktiergerät von Olympus oder sonst was. Ich meine, die haben auch teure, aber ich rede jetzt von den simplen, einfachen. Ne, über die also die Einstiegsmodelle. Ja, genau, richtig. So, und das ist halt das Ding. Ne? Die, mit der Zeit wird alles moderner und perfektionierter und dies und das. Aber ob das jetzt für uns was bringt, ist halt die Frage. Und deswegen mal ein bisschen mehr aufs Altbewährte schauen und echt mal gucken,
ob das nicht viel mehr Sinn ergibt. Weil wenn man zu sehr abdriftet, ne, das geht nicht nur, sag ich mal, im Audioaufnahmegerät, auch um andere Sachen in dem Bereich. Wenn man zu sehr abdriftet, dann vielleicht kann es ja sein, dass man dadurch ja dann Dinge aus den Augen verliert. Und das ist halt natürlich ein bisschen schade. Ne? So ist halt einfach meine Meinung. Ja, ist ja an sich unsere Meinung, sagen ja, wir mal so. Ja, klar. Das ist halt auch so ein Thema, wir haben uns ja jetzt nicht großartig abgesprochen, warum und weshalb. Ne? Nee. Das ist einfach etwas, was sich bei uns irgendwo so rauskristallisiert, ja, bei uns beiden. Tatsächlich. Separat voneinander. Und wir haben einfach nur festgestellt, hey, wir haben die gleiche Meinung mittlerweile darüber. Jo. Und deswegen setzen wir uns auch hier zum Video zusammen sozusagen, um das mal der Welt mitzuteilen, was wir so mittlerweile herausgefunden haben, sage ich mal so. Ja, und das Ding ist ja, wir sind ja beide keine ausgebildeten Tontechniker oder sonst was oder Musikproduzenten oder. Ja, gut, du gehst schon mehr damit. Ja, aber ich, ne, wir machen ja diese, wir üben ja diese Passion aus und versuchen ja so ein bisschen das Ganze weiterzubringen. Und wenn man das jetzt jahrelang macht, auch mit diesen Audioaufnahmen und diesem und das, und man benutzt diese Geräte, kennt die ein bisschen, ne, dies und das, wie funktionieren die, was kann man damit machen? So, und wenn man dann ein Gerät benutzt hat eine Zeit lang, du hast tatsächlich schon öfters mal eine EVP, die man auch in die B-Kategorie packen könnte. A ist natürlich super rar, ne, wie ihr natürlich alle wisst, ne? Wie gesagt, und deswegen ist halt die Überlegung groß, dass man nicht einfach wieder die alten Geräte nimmt und damit versucht, was aufzunehmen, weil das einfach, keine Ahnung, hat halt gezeigt, dass man damit mehr auffangen kann, also meiner Meinung nach, und deswegen versuche ich es jetzt einfach mal wieder. Ne? So, und da ist auch wieder der kleine Unterschied zwischen uns, ich hab das mit der Kategorisierung mittlerweile aufgegeben. Das hat man so drin. Ist halt so, ja. Das ist jetzt so ein Nebending, hat eigentlich nichts großartig zur Sache. Nö. Weil, ja, ist egal. Ja, und das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich persönlich zum Beispiel auch meine Audioaufnahmen, die ich habe, maximal lauter mache. Ne, für die Videos. Ihr seht es ja immer, wenn ich es immer zack, zack, immer stufenweise lauter mache. Euch das ein paar Mal hören lasse, bevor ich dann dazu schreibe, was ich meine zu hören. Also habt ihr ja immer die Möglichkeiten, selbst mal reinzuhören, ne? Und ja, da ist zum Beispiel, ich sehe viele Teams, die zum Beispiel dann eine Rauschunterdrückung machen. So, jetzt kommen wir wieder auf das Thema, ne? Wir denken, okay, es ist im Rauschen drin. Und was macht eine Rauschunterdrückung? Ne? Das Rauschen sind so die Peaks, die dann mit auf dem Ton, auf der Tonspur sind, und die werden von der Rauschunterdrückung gecuttet. Ne, sozusagen das Rauschen wird minimiert. Wo ich mir persönlich dann die Frage stelle, okay, wird nicht der Ton so verfälscht am Ende? Weil ehrlich gesagt, wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal irgendeine EVP nehme und die dann mit Rauschunterdrückung sozusagen nochmal abspiele, für mich persönlich klingt es immer sowas von komplett anders, wo ich mir sage, okay, was ist denn jetzt echt? Die unbearbeitete Spur oder die bearbeitete Spur? Wenn ich dann am Ende zwei komplett verschiedene Sachen bei beiden höre. Und man darf einfach ja nicht vergessen, dass wir ja hier von EVPs reden, von einem Electronic Voice Phenomenon. So, und das Rauschen auf einer Audiospur, auf der Audioaufnahme, das gehört ja dazu. Und was, das gehört ja zu der elektronischen Aufnahme. Und wenn du das Rauschen jetzt wegnimmst, wie gesagt, es sind Theorien, aber für uns ergeben die halt ein bisschen mehr Sinn, als wenn man quasi jetzt das Rauschen unterdrückt einfach. Ne? So, wenn du das Rauschen wegnimmst, dann nimmst du einen Teil der Audiospur weg, auf der die EVP möglicherweise vorkommen könnte. Und wenn man das macht, da hilft man sich ja eigentlich nicht. Ne? Genau. So. Das ist halt, ich glaube, bildlich kann man das ein bisschen vergleichen. Ich nehme jetzt zum Beispiel irgendeinen Roman und reiße da das komplette erste Kapitel raus, weil es ist die Einführung, das ist mir zu langweilig. Und lese erst ab dem zweiten Kapitel. Ja. Aber am Ende fehlt mir vom ersten Kapitel trotzdem ein gewisser Kontext. Ja. Und so ungefähr, das kann durch die Rauschunterdrückung sozusagen oder das Rauschcutten, kann mir am Ende Information fehlen, weil ich verändere die Spur, ich nehme etwas heraus. Und das ist eigentlich so meiner Meinung nach die logische Konsequenz, dass ich so weit verändern kann, dass eventuell Information verloren geht in dieser Aufnahme, die mir am Ende, ja, also ich schnippe eigentlich an der EVP rum, ne, sozusagen. Ja, klar.
Sicher. Und das ist genau das Gleiche wie mit, ja, wenn man jetzt, sag ich mal, man meint, was zu hören, man stellt eine Frage, man wartet kurz und dann hört man was beim Abhören. So, zack. Ja, und dann, dann schneidet man quasi das Stück raus, indem man meint, was gehört zu haben. Ja, okay, ich verstehe es ganz schlecht. Okay, dann haut man da, dann gibt es da Leute, da hauen die ihre Filter rein, dann wird das mit dem Equalizer, wird dann rumgespiegelt und so. Und das kann ja tatsächlich sein, dass man dadurch quasi das, was überhaupt gar keine EVP ist, ne, dann zu einer macht, ne, und sich da so ein bisschen selbst betrügt, ne, und dann zeigt man das anderen und sagt, ja, ich höre da auch was, bla, bla, bla. Und das ist halt bei dem ganzen Thema ein super heißes Eisen. Und wie gesagt, ich finde einfach, oder Chris, bei Chris ist ja genauso, wir finden einfach, es ist teilweise weniger mehr, ne, und man muss sich halt auf die Basis so ein bisschen konzentrieren. Und das ist das, was man hört, ne? Und wenn man, sag ich mal, das nur lauter macht und nicht irgendwie durch irgendwelche Filter jagt, dann hat man es ja quasi nur verstärkt, ne? Und nicht quasi bearbeitet durch einen Equalizer oder sowas, weil dadurch wird der Ton ja ganz anders. Wenn du die Hochtöne verstärkst, den Bass aufdrehst oder sowas, dadurch kannst du ja ein ganz anderes Wort bekommen. Oder, ja, ne? Und das ist halt immer so ein bisschen tricky einfach, ne? Deswegen, wie gesagt, weniger ist mehr. Mhm. Außerdem, du hast ja auch jetzt zum Beispiel sehr oft die Frequenzen angeschaut. Ja, genau. Ja. Wie sieht eine Frequenz aus, wo ein EVP drauf ist? Erläuter das mal kurz. Also, wenn man quasi hier läuft, hier ist eine Tonspur, du hörst es ab, da wird was gesagt, ne? Dann hast du da so einen Ausschlag, sag ich mal. So, und dann du stellst deine Frage, dann ist der Ausschlag ungefähr so, und dann ist er vorbei, weil du nicht mehr sprichst. So, und dann kommt da dieser Bereich, wo du auf die Antwort wartest sozusagen. Und sag ich mal, da hast du eine EVP, ne, die klingt vom Akustischen dann her beim Abhören fast so laut, sag ich mal, nur als Beispiel, wie dann das Gesprochene vorher, wie die Frage vorher von dir selbst. So, und die hat dann quasi überhaupt keinen Ausschlag. Also siehst du dann gar nicht, dass da was gesprochen wurde. Aber klingt vom Akustischen her dann einfach genauso laut. So, und das ist halt mir aufgefallen, dass das bei möglichen EVPs, die ich quasi herausgeschnitten habe, im Laufe der Jahre herausgehört habe, dass es oftmals so der Fall war. Ne? So, und sag ich mal, wenn du dann mal als Gegenbeispiel, du stellst deine Frage, hast du wieder so einen Ausschlag, so zack, so, und dann hörst du kurz auf, wartest auf die Antwort, auf die mögliche Antwort, so, und dann hörst du auf was, aber dann kommt quasi wieder so ein Ausschlag, sag ich mal. Und dann muss das ja irgendwas sein, was das auch aus dem gleichen Volumen wiedergegeben hat, wie du mit deinem Körper, mit deinen Stimmbändern, mit deiner Stimme aus deinem Mund. So, und wenn wir jetzt von Entitäten sprechen, die haben ja keinen Körper mehr. Ne? Nun ist halt die Frage, wie bringen die denn die Energie auf, um das zu übertragen? Auf die Tonspur, sag ich mal, ne? Auf das Aufgenommene, in das Mikro. So, und nun kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das halt dann quasi... Ich habe den Faden verloren. Ja, gut, aber so. Ich meine, die Thematik, ne, wo das herkommt, das wird noch alles in dem extra Video erwähnt. Ne? Aber ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, ne, wenn du eine EVP hast, also wir gehen davon aus, das ist die EVP, wir hören sie, aber wir sehen sie nicht auf dem Ausschlag. Nee. Das heißt, der Ausschlag sieht da aus wie die Grundlinie. Genau, richtig. Und jetzt kommt wieder die Rauschunterdrückung ins Spiel. Denn die Rauschunterdrückung wird von dem genommen, was die Grundlinie ist. Also sprich von dem Bereich, ne, der so. Ja, genau. Diese Grundlinie. Ja. Das heißt, genau da, wo eigentlich auch die EVP mit drin steckt, versteckt ist sozusagen. Correcto. Das ist nicht gut. Sozusagen cutten wir genau an dem Bereich, wo sie drin sitzt. Ne? Sozusagen, wir haben sie nicht als extra Ausschlag, als extra Segment zu sehen, sondern muss mit in dem Rauschen drin sein. Ne? Weil eine andere Erklärung fällt mir jetzt spontan eigentlich nicht ein, wenn sie so als Ausschlag nicht angezeigt wird, obwohl sie dennoch hörbar ist. Genau. Ne? Und das ist halt so die Überlegung auch mit dahinter. Ja, macht das überhaupt Sinn? Ne? Also meiner Meinung nach nicht. Deswegen wird es bei mir auch nie wirklich eine Rauschunterdrückung geben, was das angeht. Was das EVPs oder sowas angeht. Ja, ja, ist halt eine Empfehlung, würde ich mal sagen. Definitiv, von unserer Seite aus. Definitiv. Für alle, die das, ich sag mal, das Hobby Ghost Hunting richtig intensiv betreiben wollen. Ne? Und auch auf die ehrliche Weise, sagen wir mal so.
Und ja, da kommen wir eigentlich auch gleich zum zweiten Teil. Denn jetzt kommen wir, weil ich habe ja hier meinen Tonexperten sozusagen sitzen. Ja, es gibt ja so mittlerweile gute Gerätschaften, ja, zum Beispiel das allseits beliebte Portal. Ja, Pascal, erklär es mal ganz kurz. Nur für die Zuschauer, die es noch nicht kennen vielleicht. Also das Portal ist ja quasi so ein Gerät, was von einer von diversen Personen irgendwie erfunden wurde. Wurde aus mehreren Komponenten zusammengestellt, das ist irgendwie ein kleiner Gitarrenverstärker. Dann ist das in einem Effektgerät und quasi so einem Regler und einem Radio oder einer Spiritbox. Es gibt, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass man seinen Laptop anschließt oder so, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel mit der Spiritbox, mit diesem Radio, was halt diesen Sweep hat. Das sagt euch ja vielleicht was, eine Spiritbox ist ja ein allgemeiner Begriff dafür. So, und bei diesem Portal, da kommen immer so interessante Töne raus, so ganz mit Hall und Echo und so ein bisschen creepy und sowas. Und dann sieht das auch so ein bisschen Steampunk-mäßig aus, mit so grünen Lichtern und mit roten Lichtern, so ein bisschen auch freaky Beetlejuice-mäßig gemacht und sowas, ne? Also richtig abgefahren und toll. Nein, das war nur ein Spaß, das ist nicht toll. Weil wie gesagt, ergibt für mich wirklich wenig Sinn, weil warum, was hilft denn dieses Echo und was hilft denn der Hall? Dabei, wenn man quasi nur Radio, Bruchstücke von Radiosendern immer wieder wiedergibt und der White-Noise-Bereich, dieser Null-Bereich, komplett rausgeschnitten ist, indem wir ja eigentlich die EVPs vermuten, der ist ja dann unterdrückt durch diese ganzen Filter und dies und das. Also das finde ich, ergibt eigentlich wenig Sinn, deswegen halte ich vom Portal überhaupt nichts. Entschuldigung, aber ist so. Ja. Gut, das ist halt auch so ziemlich meine Meinung, weil für mich ist das Portal irgendwo ein Greifen nach dem Strohhalm. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben viele, viele Geräusche, in die sich etwas hineininterpretieren lässt. Aber na, sozusagen ist gut, die Spiritbox selbst, dadurch, dass ja meistens mit ausgezogener Antenne, ne, so viel Empfang wie möglich, eigentlich auch meiner Meinung nach so nicht sinnvoll genutzt wird. Weil wenn, dann muss ich eigentlich versuchen, die Radiosender abzuschotten. Ja. Dass möglichst ein kleiner Radius entsteht, wo sozusagen der Empfang ist. Zum Beispiel die Spiritbox von mir, die ich habe, mit dieser kleinen Tupperdose, wo innen drinnen das Metallgitter ist. Diese verdeihliche Käfig, ja. Genau. Haben wir, glaube ich, zuletzt in der Munda mal eingesetzt gehabt, wenn du dich noch erinnerst, vor vielen Jahren. Ja. Wo Winter war. Oha. War sehr kalt. Und ja, aber gut, trotzdem ist natürlich mit Radio durchgekommen. Der Faradayische Käfig hat es nicht komplett abgehalten, aber es war sehr vermindert. Ja. Und das ist für mich eigentlich so die sinnvollste Variante, wenn ich sage, ich schließe so viel wie möglich ist an natürlichen Quellen aus, um das, was sozusagen nicht natürlich ist, die Chance zu geben, mit reinzukommen. Und das sozusagen, ich mache Platz, ich versuche Platz zu machen. Genau. Und in dem Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel das Portal nehme, da kommt ja dauerhaft Geräusche raus, weil gerade der Hall, da schwingt er nochmal nach. Dann kommt das nächste Bruchteil, ne, so in der Richtung. Und ja, klar, irgendwann hat man natürlich etwas, was man dann als Wort interpretiert. Und deswegen ist es für mich, das Portal ist generell so ein Streifen nach dem Strohhalm sozusagen, wenn ich jetzt nichts Sinnvolles habe als EVP, nämlich stelle ich das Portal raus. Und dort nehme ich mir dann alles, was ich so an Worten reininterpretieren kann und stelle das dar. Weil die Gefahr ist ja einfach bei dem Portal, ne? So, nur mal ganz kurz vorweg. In der Spiritbox, die sweept. Da kommt ein Radiosender, dann kommt wieder keiner, dann kommt wieder der Nullbereich, wo nichts ist, wo das Rauschen da ist, was ja für unsere Theorie interessant ist. So. Und beim Portal wird dann quasi dieses Rauschen, was für uns interessant ist, für unsere Theorie, die ein bisschen mehr Sinn ergibt für die andere Theorie, oder gibt es einige dazu, wird da quasi dann unterdrückt. Und nur diese Radiofitzelchen werden dann aus dem Portal wiedergegeben, durch diesen Gitarrenverstärker und das Effektgerät mit Hall und Echo, ne? Echt voll der Bringer. Ne, für Leute, die den Gruselfaktor lieben, so, ist das echt was. Aber für paranormale Forschung, Ernsthaftigkeit und dies und das finde ich nicht. Weil, ne, weil wie gesagt, das ja quasi verloren geht,
was ja eigentlich interessant ist. Ne? Und es gibt ja Leute, die sagen, okay, Entitäten manipulieren Radiofrequenzen und ändern die Worte des Radiomoderators um und dies und das. Aber ich unterstütze das jetzt nicht so, ne? Nicht wirklich. Nö, und deshalb, also. Und das ist halt immer so ein bisschen tricky, ne? Also wenn ihr sozusagen mal hört, dass der Radiomoderator, der gerade die Stauansagen macht, mit einmal blauer Apfel sagt. ja. Zum Beispiel jetzt, ne? Mhm. Das wäre schon... Ja, na gut, das ist jetzt ein bisschen sehr humoristisch dargestellt, aber ja. So in der Richtung, ne? Aber um nochmal auf den Punkt, den wir vorhin mit den Audiogeräten hatten, ne? Da haben wir Sparpotenzial. Ja. Ja, jetzt hast du die Portale, die überall angeboten werden, in Amerika, die in sonst welchen Shops angeboten werden, zu horrenden, mehrfach dreistelligen Beträgen und du als, ich sag mal, Musikexperte, du weißt ja, was drin verbaut ist. Ja. Es kommt darauf an, was die da verwenden. Also wenn die jetzt einen kleinen Marshall-Verstärker nehmen oder einen kleinen Orange-Verstärker, dann ist er natürlich wesentlich teurer, ne? Als ein No-Name-Gerät, was du auch richtig cheap schon irgendwo kriegst. Ne? Und wie gesagt, es gibt ja tatsächlich, ich habe das irgendwie im Internet gesehen, man kann sich das auch irgendwie nachbauen und so. Ich persönlich mache das nicht, weil wie gesagt, die ganze Geschichte für mich halt nicht so wirklich in Frage kommt. Aber man kann es halt auch billiger kriegen als bei diversen Originalanbietern und deswegen, also ist wieder mal total überteuert einfach, ne? Weil die Geräte, die da drin verbaut sind, wenn das nur Marshall ist und wenn das irgendwelche teuren Effektgeräte sind, ja gut, dann ist das halt teuer, ne? Und das ist tatsächlich so, wenn man das irgendwie bei, ich nenne jetzt mal nicht die Namen, wo das quasi hergestellt wird oder wer das da quasi rausbringt. Aber die verbauen, glaube ich, auch echt teure Sachen und gut, da kostet halt Geld, ne? Aber Sinn ergibt das nicht, also finde ich, also das muss nicht sein. Ne? Deswegen, also ich finde, wenn man sowas haben möchte, kann man sich, wie gesagt, wie du schon sagst, im Internet kann man... Da gibt es diverse irgendwie Geschichten, die sind... Finde ich persönlich eigentlich auch sinnvoller, wenn man dann sagt, okay, ich muss so ein Ding unbedingt haben, warum auch immer. Dann sollte man sich, glaube ich, besser so für einen Bruchteil des Preises, den er... Ja, klar. Aber man muss immer so sehen, ne? Die Ghost Hunter Shops vor allem, die wollen richtig einen Reibach machen. Ja. Die Dinger sind so überteuert und da kannst du dir vorstellen, wenn ein richtig guter Verstärker, der Marshall oder sowas drin ist, dann kostet es auch gleich mal das Doppelte oder sowas vom Preis. Klar, selbst ein kleiner kostet ein bisschen was einfach. Ne? Ja. Das ist so. Oder Tom Orange oder so, das ist schon, ja. Wenn ich jetzt alleine schon sehe, diese kleinen Ramparts, die wir gestern auch im Einsatz hatten, ne, wo du dich mehrfach erschrocken hast. ja, die Dinger, das ist für unter 10 Euro hast du es nachgebaut. Und ich sehe die im Internet für 40 Euro angeboten. Ja, weil du da die, dann bezahlst du die Marke mit und dies und das und jenes, kriegst du ein paar Sticker dazu, das ist natürlich mega, dann kannst du auf dein Auto, auf den Heckscheibe kleben, dann sieht jeder, dass du so einen tollen Ramport hast. Was echt jeden interessiert, ne? Wie gesagt, muss man unbedingt nicht haben. Ja, es ist auch einfach, sobald irgendwo Ghost-Standing mit dabei steht, ja, dann das ist der Brüller, das ist ja. Der Bringer, dann bist du Nummer 1, ne? Genau. Abgesehen von, außer meinen EMF-Meter, das ist eigentlich Gold wert für jede Untersuchung, wird aber in keinem einzigen Ghost Hunter Shop angeboten, weil das Problem ist einfach, dieses EMF-Meter, es schließt zu viel aus. Ja. Es sagt euch zu oft, ob es ein Handy ist, ob es Wi-Fi ist, ob es eine Stromleitung ist, ob es ein statisches Feld von der Lampe ist, ob es elektrische Werte sind, ob es Mixed-Energie ist oder sonst irgendwas. Ne? Also ja. Das sagt dir alles Mögliche. Ich kann hier durch die Wohnung gehen, ich kann sämtliche Quellen von Strom, von Energiefeldern und so weiter betiteln. Und erst wenn dieses eine Energiefeld da ist, wo dieses Gerät nicht ausschlägt, und keine Erklärung für findet, dann wird es erst interessant. Aber geiler ist natürlich ein K2, was fast genauso viel kostet, was aber am Ende nur blinken kann. Und ja, es blinkt und es ist toll. Ja. Aber was es ist, sagt sie nicht. Sie, eben, und das Ding ist ja auch, wie wir ja alle wissen, dass ja natürlich in bestimmt, ich bin jetzt mal mega hart in meiner Aussage, 98% der Fälle, dass nichts Paranormales ist. Dass keine Verstorbenen sind, die dein EMF-Gerät, wo du nicht erkennen kannst, wo es herkommt, ausschlagen lassen, ist natürlich so ein Gerät, bei dem man auch Dinge ausschließen kann, die einem sonst falsche Positive liefern, total Gold wert. Und deswegen supporte ich das mega
Weil dadurch hast du einfach eine, das ist eine viel bessere Untersuchung, sag ich mal, wenn es um diese Messung von elektromagnetischer Strahlung geht einfach. Ne? Beste Beispiel zum Beispiel Lifor, Schottland. Na, die Doku habt ihr vielleicht gesehen bei mir auf dem Kanal. Jede Menge K2-Aufschläge. Und wir haben ja ein bisschen Teams, wir haben ja zwei Teams gehabt. So ein eher technisch basiertes Team, wo ich dann logischerweise mit bei bin. Und dann nochmal so ein eher medialeres Team. Und die Medialen hatten schon K2-Aufschläge gehabt. Dann nochmal die Gäste ein bisschen durchgemixt. Und dann hatten wir auch K2-Aufschläge. Aber mein EMF-Meter hat dann direkt gesagt, es ist ein Handy. Ja, sozusagen hat einer, der mit bei den Leuten dabei war, das Handy angehabt. Ich habe dann so lange gesucht, bis ich das Handy hatte, habe mir das Handy angeguckt und es war nicht im Flugmodus. Zack, jedes einzelne Ergebnis, was mit K2 an dem Abend aufgenommen wurde, nichtig. Komplett irrelevant, weil es war das Handy. Ja? Von daher ist es Gold wert, wenn du etwas dabei hast, was wirklich dieses ja, vermeintlich Paranormale auch wirklich entkräftet. Ja. Weil Paranormalität ist einfach wirklich etwas, es ist einfach nur mal was Selteneres. Ne? Es ist nicht jedes Mal da, weil dann wäre es schon lange nicht mehr paranormal. Weil wenn es jedes Mal da wäre, dann hätte die Wissenschaft schon längst mal einen Geist ins Labor ziehen können. Locker. Also von daher, wir reden hier wirklich von Phänomenen, die selten auftreten. Und das sieht man ja auch ganz gut bei mir an den Dokumentationen, wie häufig eigentlich paranormale Ergebnisse auftreten. Und ja, es kommt immer nicht drauf, also das Hobby besteht ja nicht darin, so viel wie möglich zu finden, was eventuell was irgendwie paranormal aussieht, sondern wir wollen ja eigentlich das finden, was paranormal sein könnte. Ja, ja, das ist so. Von daher, macht euch euer eigenes Bild. Wie gesagt, ihr habt unsere Meinung jetzt gehört. Wenn ihr sozusagen ja, andere Geräusche, also Portalaussagen und so weiter jetzt hört, müsst ihr selbst entscheiden, ne, ob ihr das für glaubhaft haltet oder ob es euch rein zur Unterhaltung dient und ihr damit sozusagen klarkommt. Ja, dann würde ich einfach mal sagen. Darf ich noch eins kurz sagen? Klar. Okay, ich möchte noch eine kurze Sache sagen oder ansprechen. Konzentriert euch mehr aufs Wesentliche, wenn wir hier von paranormaler Forschung sprechen, weil wir wollen ja quasi, wie Chris es gerade schon gerade so schön beschrieben hat, ne, das Ganze ein bisschen aufklären. Und unser Ziel ist es nicht, also unser Ziel ist es auf jeden Fall nicht, nur die Prestige zu ernten durch quasi gruselige Videos bei Amazon Prime oder anderen Formaten oder Channels, und dann nur so halbherzige Sachen abzuliefern. Ne? Deswegen also mehr aufs Wesentliche konzentrieren, ne? Und vielleicht ein bisschen mehr mit dem Herzblut dabei sein. Ne? Und nicht nur die Prestige. Hauptsache der Fame in der Ghost Hunter Szene steht an erster Stelle. Da wollte ich nur noch mal so sagen. Einfach, ne? Klar, ich meine, gehört ja auch irgendwo mit dazu. Und man sieht ja eigentlich auch, glaube ich, so diesen Unterschied irgendwo. Ne? Wo hast du irgendwelche Formate, wo immer K2-Aufschläge sind? Wo hast du welche, die mit Portalen arbeiten? Wo hast du welche, die sich überwiegend auf diese Ergebnisgeber verlassen? Ne? Also wirklich Gerätschaften, die extrem viel liefern. Also hast du Apps mit dabei, da hast du sonst was. Aber das ist halt eigentlich nicht Sinn der Sache, dass du irgendwas hinstellst und das am laufenden Band irgendwas liefert, ja. Ne, weil du willst ja an sich etwas herausfinden über den Ort, irgendwas, was eventuell als Antwort gegeben wird. Ne, von daher, ja, muss jeder selber wissen, wie ehrlich er an die Sache rangeht. Ist so. Von daher, ja, ich stelle sozusagen meine Nebenprodukte immer kostenfrei zur Verfügung, weil was anderes wäre eigentlich komplett schwachsinnig. Ja. Und sozusagen bei mir ist es ja einfach die Einblicke in den Bereich der Paranormalforschung, den ich ja irgendwo betreibe. Na, das heißt, auch diese Meinung von uns, das ist ja auch irgendwo etwas, was wir in den ganzen Jahren, wo wir diese Thematik angehen, die wir uns erarbeitet haben. Na, wir haben wirklich viel Zeit investiert, viel Leidenschaft, viel Geld auch. Ne? In die ganzen Untersuchungen, die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, um
am Ende jetzt an diesen Punkt zu kommen, dass wir auf dieser Couch sitzen und euch das sozusagen so mitteilen, wie wir das mittlerweile herausgefunden haben. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns das an den Haaren herbeiziehen. Nee. Das sind ja wirklich die Sachen, die wir so in den ganzen Jahren herausgefunden haben irgendwo. Und das ist für mich ein Aspekt der Paranormalforschung, weil Forschung bedeutet ja auch, dass man weitersucht. Man möchte ja herausfinden, ne? Etwas irgendwo, was man noch nicht kennt, irgendwo kennenlernen. Und demzufolge, klar, unsere Meinung weicht vielleicht von einigen anderen Meinungen ab, denke ich mal, klar. Aber das ist dann uns eigentlich jetzt in dem Sinne eigentlich auch egal, denke ich. Total egal, jeder kann seine Meinung haben. Genau, jeder kann seine Meinung haben. Jeder kann da gerne anders auch drüber denken. Wir wollen da auch niemandem was vorschreiben oder sonstiges. Wir wollen einfach nur irgendwo eine Plattform bieten zur Aufklärung, sag ich mal. Und das ist halt dann der Unterschied, so wie dieses EMF-Gerät, was Chris hat, was ich mir auf jeden Fall auch zulegen werde. Das ist echt mega gut. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht, wenn es jetzt darum geht, wenn wir uns jetzt auf elektromagnetische Messungen beschränken. Weil das ist, das macht genau das, was man möchte. Es debunkt für einen Dinge, die oftmals einfach auch einem Weg stehen, weil man die nicht sieht. Ne? Da steht dann nicht bei einem K2 oder bei anderen Messgeräten, steht nicht, was da gerade quasi aufgefangen wird. Und deswegen sage ich, so eine gesunde Sachen sind einfach wesentlich sinnvoller. Ne? Und wie gesagt, muss ja jeder selber wissen. Ne? Wir wollen keinem jemand was vorschreiben oder so, aber das ist halt unsere Meinung. Ne? Und das ist vielleicht der Unterschied zu Gruselfaktor, Spaß, Ghost Hunting oder halt paranormale Forschung. Genau. Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, den Link habe ich jetzt dir heute gegeben. Ich habe den Gordon, schöne Grüße, an Paranormal Wilhelmshaven. Sehr korrekte Leute haben wir kennengelernt. Richtig nette Leute. Und muss ich auch einfach sagen, es ist immer schön, Leute zu treffen, die wirklich irgendwo den Sinn des Ghost Huntings verstehen. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Weil Ghost Hunting ist nicht, dass man irgendwo groß durchstartet oder sowas und dass man jetzt dies und das und das sieht man ja immer schon so ein bisschen an der Aufmachung und alles, ne? Ja. Ob die Leute es ernst meinen oder nicht oder ob sie einfach nur auf Abonnenten oder sonst was drauf sind. Klar, wenn ich jetzt mehr Abonnenten haben wollen würde, könnte ich es genauso machen, klar, will ich aber nicht. Bei mir ist es eigentlich in dem Sinne nicht mal wichtig, wie viele Abonnenten ich habe, sondern es ist einfach mir wichtig, dass ich mir meine Arbeit gut darstellen kann. Und da bietet einfach YouTube meines Erachtens die beste Möglichkeit, weil die Leute brauchen sich nicht mal anmelden bei YouTube. Klar ist es für einen schön, wenn die Leute einen abonnieren, weil es ja auch für die Leute irgendwo ein Vorteil hat, weil die sehen ja dann, okay, da hat wieder ein neues Video rausgebracht und so weiter. Aber es ist kostenlos, ne? Keiner muss dafür was zahlen, es ist frei verfügbar. Und das finde ich einfach persönlich, du kannst Videos hochstellen, in Videos kannst du es besser erklären. In Videos, weil ich könnte auch klar, eine Webseite und so weiter, ich habe ja eine Webseite, aber die wird eh weiter werden. du hast einfach die ganzen Möglichkeiten, ne, in Videos, in einem Videoportal das alles hochzuladen. Klar. Von daher finde ich es einfach mit am besten. Und was ich auch nochmal sagen muss, deswegen ist YouTube gut. YouTube kostet kein Geld. Also nicht das, dass man sich da jetzt auch die Videos von Chris oder von anderen seriösen Leuten anschaut. Ich finde, da muss man kein Geld für bezahlen, weil wir wollen es auch austauschen und dies und das. Aber gut, es ist ja dahingestellt. Muss jeder selber wissen, es gibt andere Plattformen. Genau. Und wie gesagt, genau. Ja, ich denke mal, sind auch die Moralvorstellungen von den genau, Leuten. Genau, das ist dann wieder der Unterschied. Generell, vor allem, was für Ziele man hat. Möchte man mit dem Hobby Geld verdienen oder nicht? Ja. Nur mal so als kleine Nebeninfo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im deutschen Raum, das wird nicht so wie bei Ghost Adventures oder wie bei Tabs. Das kriegt man hier nicht hin. Das glaube ich nicht. Nee. Nicht so. Nee, das ist ja, ich meine, gut, mit den Shows hat es ja angefangen. Ja. Viele sind ja dann auf den Zug Tabs und sowas aufgesprungen, dann später aus Ghost Adventures und so weiter. Jetzt gibt es wieder andere Vorbilder. Und man sieht eigentlich auch ganz viele, die versuchen damit, hier, die machen da richtig einen Reibach mit, möchte ich auch machen. Das sind aber die ja wirklich dann so richtig explosiv starten, sag ich mal. Und spätestens dann, wenn sie merken, oh, wir haben gar keinen Erfolg. Weil klar, die anderen gibt's schon. Die Leute bleiben auch da. Und vielleicht so ein paar werden vielleicht mal darüber gehen.
Ja, gut. Ist aber für mich einfach keine ehrliche Herangehensweise und wird den Leuten nicht gerecht und ja, von daher, ich bleibe lieber so, wie ich bin. Na, ich will meine Leute auch nicht verarschen oder sonst irgendwas und von daher, ich hätte es auch nicht nötig, da irgendwas zu drehen, dass ich jedes Mal Ergebnisse habe. Na? Das ist immer ganz witzig, finde, weil habe ich jetzt vor kurzem was gesehen bei Instagram. Hat einer hier auch so, ja, neue Episode von der Staffel so und so kommt raus. Und haben sie dann so ein Bild gemacht. Das fand ich so genial. Du hast deine Bildspur gehabt, du hast die Audiospur von dem Film gehabt. Und mit einmal siehst du unten so einen ganz, ganz kleinen Take unter der Audiospur EVP. Tja, Was macht das für einen Sinn? da Nein, muss gut, man sich halt. braucht man gar nicht weiter dazu. Denkt euch euren Teil. Ja. Ich würde sagen, wir schließen das Video jetzt ab. Ja. Eine Handvoll Skepsis ist gesund und bringt euch Definitiv. voran, nicht zurück. Also, wie Ja. gesagt, ne? Na gut, das ist immer der Unterschied. Wollt ihr unterhalten werden oder Ja. wollt ihr etwas über wahres Paranormales Ja, erfahren? Ne? genau, das ist Das ist halt. der Unterschied und ich denke mal, für die, die unterhalten werden wollen, gibt es genug da draußen. Ja, boah. Für alle, die sich für das echte Paranormale interessieren, gibt es verdammt wenig Kanäle, weil ich gehöre Verdammt dazu. wenig. Und ich habe es verdammt schwer, irgendwo vernünftigen Content zu finden, der mir zusagt. Das ist so. Falls ihr da irgendwo einen Tipp habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Also habe ich, ja, ich habe Probleme, was zu finden. Aber gut, also dann macht's gut. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Video. Bis Ciao. dann. Ciao.